Jo, liebe Leute, wir sind wieder da mit einem Phantom Nightmare Display. Battles of Legend war ein geiles Set, aber wir werden wieder ein Phantom Nightmare. Wir haben sie auch damals gesagt, reingehen. Es gibt noch ein paar Chase-Karten, die wir ziehen wollen, vor allem 25th Quarter Century, die müssen wir endlich mal ziehen, oder? Ja, eine müssen wir unbedingt ziehen, ja. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! Geh mal rein, geh mal das rein, ja. Gutes Stück. Das Messer ist so scharf, da muss man so aufpassen. Mhm. Kindals und Kindens. Passt auch mit dem Messer. Macht es lieber mit dem Zehnt auf. Auch wenn die Oma sagt, nein, macht es. Ah, und jetzt da die Zehnt. So, was willst du für Seite? Ist mir egal. Entscheid du. Mein, es ist wurscht. Wo haben wir die, ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir die Knochen gehabt? Das war oben immer auf jeden Fall, gell? Man, genau, dann links nehm oben. Ich jetzt mal wieder links, du nimmst mal wieder rechts. Mhm. Warum ist es auch, glaube ich, nicht verteilt? Ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, es ist wieder her. So, dann geht schon. Fangt ihr an? Ja, von du an, weil links oben ist immer Hit. So, First Pack Magic, 25th, Phantom Nightmare. So, wir wollen haben... Eine Quarter Century. Eine Quarter Century. Eine Low. Ja, also ich sage, ja, Low wäre geil. Dann, der Poplis war auch noch gut damals, die Princess war gut. Aber wir wollen natürlich eigentlich eine 25th mal ziehen. Vor allem soll auch ein bisschen häufiger sein in dem Set. Und es geht los mit Goblin Biker. Okay. Ja, erstes Booster, das ist anders. Da ist was anders. Ja, das da ist Böses im Busch. Nein, da ist Böses bei mir drinnen. Der Goblin Biker. Der Goblin Biker ist ein Wahnsinn. Ja, Geistrack Golem, Dark Guardian und White Sabine. Das ist, ja, das ist Sabine. War. Ich bin in Kabinen. Wie geht das schon? Ich bin geschickt nach oben. So, Emergency Airport. Eternal Favorite. Wir haben noch keine einzige Jubel-Karte, jetzt kommt es mir erst. Das ist eigentlich ein super rare. White Sunfish. Und The Kings of the Ashen City. Und ja, solange wir die Chase-Karten ziehen, ist uns wurscht. Ist uns wurscht. Aber ich glaube, dass diese eine Jubel-Karte ein super rare, ich weiß es nicht. Okay. Schau, ich kann es da nicht sagen. Es ist schon so lange her, zwei Battles of Legends dazwischen. Ah, da haben wir die andere. Ja, fix. Die eine haben wir schon mal gezogen gehabt. Jetzt haben wir die jetzt einen Hasen gehabt, den Dings, ja. Und die Blatterblüm. Die hat auch einen Hasen. Echt? Ja. Okay. Vielleicht ist das ein Hasendeck, die man. Das gebogen, schaut ja, wie das gebogen ist. Aber nicht, das hat nichts mit dem Ding zu tun, irgendwie so, ja, aus der Produktion. Die eine Hälfte halt davor ist anders als die. Ah, wie geht das? Time Reloader, ups. Oh! The Black Goat Logs, oder ja, auch coole Karte. Das heißt, die Lexe, ja? Ja, sicher, Secret. The Black Goat Laughs, okay? Ich glaube, auf Deutsch heißt so, die schwarze Ziege lacht. Aber wo ist denn da bitte eine Ziege? Da war eine Ziege. Ja, wahrscheinlich. The Black Goat Laughs. Ja, erstes das heißt, Secret. Ich ziehe die nächste, weil das war letztens, kann ich mich erinnern, damals. Genau. Du hast das Secret Zoom, ich habe auch eine Secret Zoom. Ja. Oder Quota. Da, mein, das war schon heftig. Naja, das. Zweite Quota, die zweite Secret war low. Predict mal wieder low. Okay, schauen wir. Schauen wir. Ich glaube Secret. Ja, Also es ist nett. Es ist komisch. Ist nett. Oder? Nett. Nett. Echt nett, echt nett. So, Ultimate Offering. Haben wir den Materialization. Wieder Raid Raptor, Teacher, Mr. Ham, Master Ham und die Aromalis. Nochmal die andere. Nochmal die andere. Eines. Ritual, eine ist eine, na blödsinn, link ist eine und die andere ist eine Fusion. So, dass wir es rauskriegen, das Wort, wie es heißt. Raid Raptor into Raid Raptor, the Royal Reno, Saucer of Sebek, Raid Raptor, Lotta Raid Raptor. Raid Raptor, Raid Raptor, Raid Raptor, Raid Raptor. Die ganze Zeit, Alter, what the fuck? Wirklich? Würde man eh bei Yugi so gezwungen sein, wirklich den ganzen Namen von einer Karte aussprechen zu müssen, wie es heißt. Das wäre Wahnsinn. Du kommst ja nur mit dem Namen lesen schon nicht vor. So, den Magmacho Dragon, Guardian Nature Chronicle und habe ich einen Hit, den Raid Raptor Brave. Schon wieder so wie bei mir. Du bist jetzt wahrscheinlich so ein Biotech-Kassen, dieses komische Kotzenviech. Poor. Der Ultra, ja. Poplar. Der Poplar, genau. Der Poplar. Der Poplar. Das ist halt Snake. Was ist Snake? Snake sind Schlangen eigentlich. Schlangenauge, so, ja. Schlangen, in der Schlangenwesen sein. Hoppla. Moko Moko finde ich halt urlustigen Namen. Spirit. Den meine ich. In Spirit of Jubel, ja. Okay. Den haben wir nicht einmal gezogen. Ist auch das Cover Monster. Ah, okay. Na, nicht ganz.
Okay, andere Karte, das kann man uns aber, wie gesagt, Jubel, die erste Karte jetzt endlich mal von ihm. Auch sehr cool. Mhm. War nicht gewusst. Richtig nice Karte. Nice. So. Exit. Den habe ich auch gemeint. Wir haben jetzt schon ein paar Dispers geöffnet, den haben wir noch nie gehabt. Mhm. Ja, dann haben wir aber jetzt einmal. Nanius. Wow! Warte, das gibt's doch nicht! Schon wieder Bobler! Sogar mit Fehlding! Warte, schon wieder Bobler! Einfach so, das ist unglaublich. Die so Karten, selten, so Karten ist so selten. Du ziehst auf jedes dritte, vierte Display mal, wir haben jetzt schon zwei. Ne, es ist ja, das bitte. Dritte Display, was wir öffnen von dem. Ja, einmal, aber nicht zweimal. Das ist. Das hast du nicht dazu gesagt. Die Karten sind halt so teuer, Wenn du so eine hast, das ist alles andere, was du ziehst, ist egal, es ist schon worth das Display. Eh, das ist. Und jetzt kommt noch ein Low hinterher. Ja, jetzt hast du ein Low oder ein Quarter Century oder irgendwas. Und dann hast du sowieso komplett einen Abriss. Abriss, ja. Aber der ist auch. Das ist jetzt der, genau. Das ist das Cover Monster vom Artwork. So geil, ja. Jubel. Jubel, the loving defender forever. Mhm. Jung. Ach, stark. Coole Karte. Mhm. Also, wer ein Anime auch geschaut hat, Jubel schon. Ja, kommt bisschen Fan-Up, ja. Also Fan, wie sagen? Anime-Fan-Card, kann man so sagen? Kann man so richtig so sagen? Fan-Favorite. Fan-Favorite, ja. Von Animes. Schon wieder ein Popler. Aber auch Jubel, geil, haben wir noch nicht gehabt. Kann man zweimal einen Popler haben? Wenn es ja, sehr viel ja, Glück hast. Aber in unserem ersten Display haben wir zweimal Ultra Rare gehabt. Aber du musst schon sehr viel haben. Weil eigentlich ist die Karte Shortprint. Obsidian. Ich sag, du hast wieder auf der linken Seite 5 Hits. Das ist schon heftig. Wieder am Popler ziehen. Das ist. Jetzt haben wir echt. Verdehen. Ist schon 4 Wochen her, der andere. So. Ja, oder länger sogar, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Aber man merkt sich halt natürlich, kann man sieht. Überhaupt solche Karten. Ja, solche Karten. Merken ich weiß nicht, keine Ahnung, was. Wir haben eine dreimal zum. Ja, wir haben auch vor Wochen haben auch ein Mew zogen, Special Illustration. Ja. Also. Ja, klar, das Mew ist, merkst du auch. Aber das war heftig. Das ist auch in so einem Pokémon, aber über 100 Euro Karte. Schaut sich den Pool an, irgendwo auf unserem Kanal. Oben. So, und habe ich auch einen Hit? Nein, Redrotter, Blum, Voltron. Warum lege ich den? Achso, das ist das Ding. Sei hier Gast. Das erinnert mich an. Aber es ist so schön. Das ist richtig geile Karte. Gerade mal gutes Auswirk. Okay, jetzt glitzert es wirklich auf der Seite. Ja, glaubt man nicht. Auf einmal glitzert es wirklich. So, ich höre es an deiner Stimme. Ja, Rise of Ranker. Schon wieder. Ist ja gut, ich schaut gut aus. Lass mich in Ruhe. Ja, die haben erst einen Hit, was auch. Ja. Ich sage im letzten ist wieder. Aber ich sage, das ist ein Jubel, ein 9-Zoll. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es ja wurscht, was jetzt noch kommt in dem Display. Entweder ist es jetzt komplett gestört noch, oder ja, oder einfach wieder, es ist fair im Preis. Oh! Und wieder den Weidos, unglaublich. Mhm. Auch einer der besseren Secret, ja. Darum hast du schon wieder beide Secret Rares. Das ist halt. So, ich hab vorhin was auch im letzten, nur da beide Secret, jetzt habe ich da in Ding drin einen Popler nochmal. Ah, warte. Okay. Lustig wär's. Aber nur wie gesagt, ich glaube, beide und die Popler sind schon. Das ist schon wieder Abriss-Display. Alles andere ist schon der Dank. Gratis für die nächste Convention. Problem. Und ich hab da aber gesagt, da ist eine. Awakening of Vidos. Ja, die braucht man quasi, dass wir einen Vidos wahrscheinlich beschwören können. Aber es schaut auch geil aus. Mm. Auch so, finde ich schon cool gemacht, so zusammen. Das ist der Vidos und das heißt Awakening of Vidos. Das ist stark, ja. Das heißt, ein bisschen Defoing. Aber so, warum habe ich jetzt wirklich einen Secret Rare Hit am Schluss gehabt? Das heißt, du ist müsstest. Ultra Rare. Das heißt, theoretisch einen Hit fehlt noch. Ein Hit noch, ja. Und wenn man noch immer keine 25th Quarter Century. Noch. Wobei. Wahrscheinlich, hier kommt davon, welche man halt sieht, gibt es halt trotzdem Secret Rares, Ultra Rares, die wahrscheinlich besser sind als eine so 25th Quarter Century. Und? Nightmare Pain. Auch wieder mit Jubel drauf. Jetzt habe ich zwei Ultra Stone und du zwei Secrets und eine Ultra. Und was für welche? Das ist ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Mhm. The Black Gold Locks. Moko und Physical Arsenal. Zwei Booster noch, der zieht die letzte. Ich glaub du. Oder wer zieht die erste Quarter Century? Ich glaub du. Wahrscheinlich so wahrscheinlich, wie immer. Ja. So wie immer. Leg ich vor, kannst du immer nachziehen. Bumm. Weißt noch, wie der in Opening ist. Was war das? War ja auch eine Quote, oder? Ja. Mm. Nein, das war sogar noch ein Starlight Rare. Ja. Das waren die waren noch.
Und da hast du schon so gestört Zone gehabt bei dem Battle und dann komme ich mit der 200 Euro Starlight um die Ecke, Starlight Rand die Ecke. Das war echt heftig, ja. Wo du denkst, was willst du mich verwaschen? Aber das Battle over. Ja. Bei dem vierten Hit. Obwohl ich selber auch nicht schlecht so gehabt. Ich habe auch irgendeine der Chase-Karten gehabt in Secret. So, jetzt müsstest du oder ich. Ich kann nicht zwei Ultras hintereinander haben. Ich meine, theoretisch haben wir schon eine zu viel bekommen von Konami, das heißt, ja. Sollte eigentlich nichts mehr. Kann auch mal wieder sein, dass eine fehlt. So, Armor Healing. Raydrop the Roost. Aber ich glaube, du hast das. Mal schauen. Und? Na, ah, du? Ich hab's. Goblin Biker Grand Bash haben wir. Bash. Ich schau nochmal gewesen. Die Goblin Biker. Erinnert mich ein bisschen nicht an. Ja, der Printlern. War komplett durch. Nicht an Goblin Biker, sondern an die Biker Mice. Wer kennt von euch noch die Biker Mice? Das war so ein Anime, wo halt einfach Mäuse waren, auf so komplett Rocker. Und das waren dann ja Biker. Ach, bis jetzt, das ist schon wieder. Gute Ausbeute. Die zwei Karten alleine, Wahnsinn. Kann man sich nicht beschweren. Also geiles Set. Umso besser es gönnt, umso mehr will man davon öffnen. Ja, war und, klar. Ja. Aber wie gesagt, wir haben noch keine 25 Quarter Century. Es dauert eh noch ein paar Wochen, glaub, bis das neue bis nächste Set überhaupt erscheint. Bis dahin werden wir aber trotzdem nur das Set öffnen. Schon geil. Das ist ein mega geiles Set. Und wenn ihr in Zukunft unsere Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein.